So, nach circa einem Monat habe ich noch mal ein Paket von Orkos. Werden wir doch mal öffnen. So, ach, der ist falsch rum. Was haben wir hier diesmal? Wir haben Johannesbrot, das ist das Karob. Wir haben Cassia-Stangen, die zur Entgiftung gut sind. Da erzähle ich vielleicht in irgendeinem Video noch mal was drüber. Wir haben frische Datteln, Barhi-Datteln. Kaktusfeige hatten sie nicht, wie immer. Birne, Conference. Ich habe bisher wirklich noch keine Birne gefunden, die mir geschmeckt haben. Und die Birnen da sind halt auch halt reif gepflückt und würden ein günstiges Obst darstellen, aber dann habe ich letztens gemerkt, ich habe hier eine Streuobstwiese mit Apfel, Birne und Pflaume in der Nähe, da gehe ich demnächst mal hin, werde da natürlich auch ein Video von machen. Dann eine Papaya Red Lady, hat 3,3 Kilo. Da habe ich dann natürlich nur eine genommen, weil die so schwer war. Wilde Avocado, Wildmango und nochmal Banane Pollo, da habe ich jetzt 3 Kilo, weil die halt von dem reif gepflückten Obst halt insgesamt das günstigste darstellt. Und ich mehr in Richtung Wildfrüchte gehen möchte vom Nährstoffgehalt, weil ich davon auch deutlich weniger essen muss, um satt zu sein. Und weil ich kann mich wirklich zum Beispiel im Fasten und auch allgemein für die Ernährung extrem motivieren, wenn ich nur an diese Bananen denke, weil die so richtig schön, lecker, natürlich, quasi göttlich sind. Das kann mich extrem motivieren. Ja. So. Hier haben wir die Bananen auch schon. Und die haben auch schon einige Punkte. Und die dürften so eigentlich schon reif sein. Also ich habe gemerkt bei den letzten, dass die nicht viel mehr Punkte kriegen. So, hier haben wir zwei Cassia-Stangen. Oder ist das Karob? Ich weiß es nicht. Riecht relativ neutral. So eine Stange werde ich wahrscheinlich noch ein Video machen, wenn ich die benutze. Lege ich die Bananen schon mal beiseite. So, das war die erste Kiste. So viel Papier, ey. Das sieht so doch nach zwei Papayas aus. Aber ab 3 Kilo gab es wenigstens 10% Rabatt und reifen 3 Kilo sind auch in Ordnung. Das sind noch die Papaya, oder? Sieht jedenfalls nach Papaya aus. So groß sind die Teile. Aber das finde ich so besser als eine 3 Kilo Papaya. Weil eine komplette 3 Kilo Papaya kann ich so nicht auf einmal essen. Ist dann schon ganz gut so. Papaya ist auch noch größer. Ist eigentlich so meine. Also es gibt noch größere Papayas, die doppelt so lang sind. Papaya ist eigentlich so meine Lieblingsfrucht. Aber ich kenne ja auch viele Früchte noch nicht. Also ich mag sehr viele Früchte. Kaktusfeige mag ich zum Beispiel auch extrem gerne. Bananen mag ich extrem gerne. Orangen. Erdbeeren. Da hat man nichts mehr. Das dürften die Wildmangos sein. Und da sieht man mal, wie groß eine Mango eigentlich ist. Im ursprünglichen Zustand. Da bin ich extrem gespannt drauf, weil ich halt Wildfrüchte liebe und mehr auf Wildfrüchte gehen will, wegen der Natürlichkeit. Einfach hier haben wir noch Bananen. Und das hat mich jetzt sehr überrascht. Ich dachte erst, hä, was ist das für eine Frucht? Aber das sind die Wildmangos. Richtig cool. Ich denke mal, das meiste wird auch der Kern sein, wie bei einer richtigen Wildfrucht. Bananen raus. Dann hier. Ich hatte eigentlich Spitzpaprika bestellt, fällt mir gerade ein. Hatten die jetzt auch nicht. Ja. Hier haben wir die Birnen. Ja, die sind wirklich reif. Also ich werde alles probieren. Ich werde versuchen, da auch das in Videoform zu probieren.
dann von diesen Früchten zu berichten. Ich tue das mal alles in diese größere Schale hier eben. Oh, diese Weichen hat ein schwarzes Loch. Riecht wie Mango. Ah, das riecht auch anders, das riecht auch wilder irgendwie. Finde ich richtig, richtig cool. Dass das halt nicht so artificial ist, dass so der Geschmack nicht herangezüchtet wurde und so weiter. Ich finde das schon ziemlich genial, muss ich sagen. Die Schale behalte. So, die Speicherkarte war voll. Hier haben wir jetzt die Barhi-Datteln, die frischen. Und die sind recht glänzend und haben so eine Flüssigkeit außen drum, aber keine klebrige. Das fühlt sich eher an wie Wasser. Die riechen wie die, wie heißen die? Also von der persischen Seidenstraße, die günstigsten Datteln, die auch frisch sind. So ähnlich riechen die. Ich kann die, wie gesagt, jetzt nicht probieren, oder ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, weil das Video halt abgebrochen ist. Ich faste morgens immer 5 Stunden, deswegen kann ich mir davon jetzt keinen in den Mund stecken. Was hatten wir noch nicht? Die Birnen, weiß ich nicht, ob ich die Birnen schon gezeigt hatte. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Hier haben wir dann die Wild-Avocados. Und ich pick jetzt mal die kleinste raus. Das ist eine Avocado, eine Wild-Avocado. Durchschnittliche Größe ist ungefähr diese Größe und der Kern wird auch das meiste einnehmen. Und das finde ich richtig genial, dass man so wirklich echte Früchte in der Hand hat. Und bei der Avocado ist es auch so, dass man dann da nicht zum Übertreiben neigt von Fett. Das ist dann sozusagen genau die. Der richtige Amount an Fett, weil der Kern auch ziemlich groß ist, wenn man dann eine Avocado davon isst. Und hier haben wir auch noch eine grüne, eine kleinere. Finde ich richtig, richtig cool. Und was hatten wir noch? Hatten wir die Papaya gezeigt? Ja, die wir ganz von Anfang bei den Wildmangos waren wir. Und hier habe ich dann noch Karob-Pulver. Quatsch, nicht Karob-Pulver, sondern Karob. Das sind Schoten. Die riechen auch genau wie das Pulver, ein bisschen besser halt. Die haben auch einiges an Fett, sind aber auch sehr süß und lohnen sich vom Preis her eigentlich für die Kalorien. Die kosten, glaube ich, 1,50 € oder 2,50 € pro 250 Gramm. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, werde ich auf jeden Fall alles probieren. Bananen, 3 Kilo, die Papayas, die Birnen. Die Wildmangos, Wildavocados, Bahidatteln, Johannes, Brot und die zwei Cassia-Stangen. Alles klar, bis dann.